Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 6. Ja, im letzten Part haben wir mit Cao Cao angefangen, die Schlacht am Hu Lao Tor, und jetzt wird's, denke ich mir mal, mit der Schlacht von Guandu weitergehen. Ja. wer es lesen will, drückt bitte auf Pause. Certain? Cousin? You once called Yuan Shao dear friend. Do you still intend to fight with him? That seems to bother you. Does it, Shaodun? My feelings aren't important. I've always done my duty in battle, you know that. Preparations are almost finished. I would ask you to say a word to these men. Fight. You knew this day would come, Yuan Shao. It is my destiny to travel far beyond the broken remains of a dying empire that has already been spurned by heaven. And so I stand against those relics and cling to the dying past. So, wir kämpfen gegen Yuan Shao, Cao Caos alter Kindheitstagen Freund. Ja, da merkt man aber auch, nämlich, dass die Menschen sich auch auseinanderleben können. Und ja, jeden von uns ist das halt mal passiert, ne? Wenn man halt denkt hier, oh, ja, man bleibt ewig in Kontakt und dann doch nicht, weil man sich eben halt entweder auseinanderlebt oder einfach der Kontakt einfach dann irgendwann mal verloren geht. Das kann immer passieren oder jederzeit. Ich hätte ein Pferd ausrüsten müssen. Fuck. Ja. Ich habe auch gestern, nachdem ich die Aufnahme beenden habe, also beziehungsweise die Aufnahmesession beendet habe, habe ich endlich nach langer Zeit mal wieder meine Switch angehabt und habe Let's Go Pikachu durchgespielt. Natürlich habe ich Lavados, Zapdos und einige weitere Pokémon, die jetzt Edition abhängig ist, aber jetzt so Lavados, Zapdos und Mewtwo habe ich jetzt nicht gefangen. Ich denke immer mal, das werde ich mir einfach für ein LP irgendwann mal aufheben. Weil mein Kumpel Alex, der Let's Played ja momentan immer noch, wie heißt, ich glaube Schwert war es. Oder hat er Schild angefangen? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Eins von beiden hat er auf jeden Fall angefangen. Und ist noch ganz gut dabei. Und es gibt halt keine Probleme, was YouTube anbelangt. Aber ich habe mir, wenn ich mit der Switch irgendwas LP'en sollte, weiß ich halt noch nicht, ob das direkt irgendwie von Nintendo selbst kommen sollte. Ich habe mir da auch ein anderes Spiel vielleicht überlegt, was ich noch nie, ich habe schon eins aus der Serie gespielt, aber nie durch und die allgemeinen Serie, also die sie angefangen hat, habe ich auch nie gespielt, was einfach daran lag, ich war damals, wir hatten zwar, wo ich klein war, noch eine N64, aber das Problem war, ich war einfach zu jung für die Konsole und wir kennen ja alle den N64 Controller, es war jetzt kein sehr guter Controller, wo ich sagen muss. Weil irgendwie, der ließ sich auch, ich weiß nicht, also geschweige denn in die Hand nehmen irgendwie. Es war einfach komisch, also kein Plan, ey, was die sich dabei gedacht haben. Aber man muss sagen, an sich sieht der Controller von der N64 ziemlich cool aus. Ich kann es ja sagen, was für ein Spiel es sich handelt. Und zwar um Turok, den ersten Teil. Den kann man sich ja für die Switch runterladen. Und natürlich auch für PC, wo ich mir jetzt aber nicht sicher bin, für die Xbox One oder sowas. Da habe ich irgendwie mal was gehört, dass da auch irgendwie die Möglichkeit bestände, das für Xbox One runterzuladen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Kann auch sein, dass ich mich da, ob ich da irgendwas verwechsel oder so. Ich bin da einfach nicht so komplett im Bilde.
Ich habe mir auch mehrmals ein Let's Play dazu angeschaut. Von den Zockers, Luxi oder so. Auch ein richtig cooler Dude, muss ich sagen. Ja. Mal sehen, wenn der irgendwie bestimmte Spiele auch spielt, die ich auch spiele. Vielleicht werde ich den mal anschreiben für ein Let's Play Together oder so, wenn das irgendwann mit dem Stream hinhaut. Weil ich bin ja, wie gesagt, immer offen für andere Leute, dass man halt mal ein bisschen, ja, ein paar Let's Play Together machen, weil so als Stream kommt das meiner Meinung nach immer sehr gut an. Deswegen haben wir ja, also der Fox, Wesker, Astral und ich ja vor, irgendwann mal GTA zu machen, also den Online-Modus. Aber wir wissen eben halt nicht, wie von der Zeit her. Wir hatten zwar mal Anfang Mai angedacht, aber keiner hatte irgendwie Zeit wegen den Einstellungen für OBS. Deswegen muss ich das alles irgendwie mal, wenn ich mal Zeit habe, etwas mehr mich selber mal dran setzen und mir mal ein Tutorial raussuchen und hoffen, dass das einfach klappt. Bloß bei den Feinjustierungen, da bin ich immer sehr zwiegespalten, weil das merke ich hin und wieder auch mal an meine hier von Elgato, dass ich da einfach immer rummeckere, dass ich da einfach noch feinjustieren muss und so, was mir einfach auch nicht gefällt. Ja, aber muss ich ihm halt durch, ne, wenn das irgendwann mal kommen sollte. Aber fragt mich jetzt nicht, ob das speziell bei Twitch laufen soll oder bei YouTube. Da bin ich jetzt noch nicht komplett im Bilde. Und das kann ja auch bis dahin wieder sein, dass YouTube bis dahin nachgelegt hat, was die Streams angeht. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Natürlich würde ich es liebend gern auf YouTube machen, weil ganz einfach YouTube habe ich angefangen und da möchte ich halt auch weitermachen, ne? Und nicht irgendwie, ja, irgendwie auf einer zweiten Plattform, wo ich dann, weiß nicht, also ich bin jetzt auch nicht so ein krasser Entertainer, ihr kennt das ja von mir, es gibt manchmal hin und wieder in meinen LPs solche Aussetzer, wo ich halt nichts sage, weil ich einfach nichts zu sagen habe, ne? Deswegen glaube ich, habe ich auf Twitch im eigentlichen Sinne auch nichts verloren, weil als Streamer an sich musste ich ja immer und immer wieder quatschen, aber es liegt jetzt nicht an euch, an meine Community oder so, wenn du eben halt keine Zuschauer hast, ne, und die nichts schreiben oder so und mit dir halt so ein Gespräch, sag ich jetzt mal, anfangen, dann wird es eben halt auch schwer, ne? Deswegen, Stream an sich schön und gut, aber wenn eben halt Zuschauer nicht da sind, dann weißt du eben halt auch nicht, ne, was du machen sollst, geschweige denn, wenn du dir vorhast, irgendwie 2 Stunden zu streamen und du hast vielleicht einen Zuschauer, der vielleicht nicht kommentiert oder so, ist jetzt auch kein Muss, jederzeit zu kommentieren. Aber so als, wenn man halt streamt, ist das halt auch wichtig, ne? Was ist das jetzt hier? Okay, das war's. Kümmern wir uns jetzt noch um den Offizier da drüben, bevor der uns noch Ärger macht. Ich ziehe mich nicht zurück. So. Die Basen lassen wir einfach mal stehen, die brauchen wir jetzt nicht einnehmen. Je mehr Parts ich heute nämlich schaffe, desto besser. Oder ich ziehe heute komplett durch, deswegen kann es sein, dass die letzten Parts, sage ich jetzt mal, von Dynasty Warrior 6 eben halt ein bisschen langweilig von der Commentary werden, aber irgendwann muss das LP endlich mal enden, weil, wie ich oft gesagt habe, es läuft schon seit einigen Jahren und ja, aber die nächsten Dynasty Warrior Projekte, die werden auf jeden Fall sich nicht so krass in die Länge ziehen, weil ich weiß nicht, also Dynasty Warrior 2 werden auf jeden Fall mindestens 3-mal durchgespielt, also jeweils der Dynasty, ein von jeder, also Wei, Shu und Wu. Und dann bei 3 wäre das ebenso.
Aber wir hätten dann noch Extreme Legends mit Lu Bu, Diao-Chan, Dong-Su und so weiter, die jeweils eine eigene Story besitzen und Schlachtverläufe und so. Deswegen, kann ich da, ach ja, da kann ich rüber. Deswegen wird das dann noch mehrmals kommen, aber das ist auch eine, ja, in Dynasty Warrior 4 hätten wir das auch, aber da halt auch jemand wie Lu Bu, das unterscheidet sich dann nicht von Diao-Chan oder Zheng Liao, die in seiner Armee dienen oder so. Deswegen, Dynasty Warrior 5 ist, steht dann mal wieder auf dem anderen Blatt geschrieben, aber da bin ich mir halt auch noch nicht sicher. Aber wie gesagt, PS2-Spiele, das ist noch in weiter Ferne. Ich brauche erstmal ein vernünftiges Renderprogramm. Da muss ich mich auch irgendwann mal auseinandersetzen. Oder ihr sagt eben halt, nee, stream eben halt die PS2-Spiele nur. Weil, wie gesagt, da bin ich unschlüssig daran. Genauso mit den PS1-Spielen. Es ist zwar schade, dass das mit der neuen Elgato jetzt auch nicht hinhaut. Aber ich kann, im Grunde genommen kann ich trotzdem froh sein, dass das hier mit den, allgemein mit den neuen PC alles so fein hinhaut, dass ich, ja, den einzigen Ärger, den ich immer noch habe, ist nämlich, dass halt von meinem Bildschirm eben halt immer noch kein Ton kommt, aber ich habe eben halt Boxen angeschlossen, weil ich die ja brauche, um nämlich meine Kopfhörer anzuschließen. Damit ich eben halt sowas wie Naruto oder allgemeinen Rollenspielen nämlich höre, wo ja dann gelabert wird, wo ich dann eben halt meine Schnauze halte. Okay, keine Cutscene. Ich dachte, jetzt kommt noch eine Cutscene. So, wir haben 2 Punkte. Machen wir das erstmal fertig. Machen wir erstmal das hier noch fertig und dann machen wir dann den Strang hier fertig und dann kümmern wir uns um den. Werden das so wie, den Strang werden wir, glaube ich, nicht mehr voll kriegen. So Leute, da bedanke ich mich auf jeden Fall beim Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also haut rein und ciao!